Um auf den OPAC zuzugreifen, rufen Sie zunächst unsere Internetseite auf. Öffnen Sie dann die erweiterte Suchmaske durch einen Klick auf Katalog OPAC. Wir nehmen an, Sie interessieren sich im Zuge der Ernennung von Augsburg zur UNESCO-Welterbestätte für das Thema Wasserwirtschaft in Augsburg. Um nun Treffer in einer Merkliste zu speichern, wählen Sie in der entsprechenden Trefferliste zunächst die für Sie interessanten Titel aus. Mit einem Klick auf Alle markieren Sie alle Treffer, die momentan auf dem Bildschirm angezeigt werden. Aber Achtung! Wenn Sie wirklich alle Treffer zu einer Suchanfrage speichern möchten, müssen Sie diesen Vorgang auf allen Ergebnisseiten wiederholen. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, können Sie die Treffer nun in einer temporären Merkliste speichern. Aber Achtung! Wenn Sie nicht im OPAC angemeldet sind, ist diese temporäre Merkliste verloren, sobald Sie die OPAC-Sitzung schließen oder diese automatisch beendet wird. Dies geschieht, wenn Sie einige Minuten keine Eingabe machen, etwa kurz telefonieren. Damit die Merkliste auch nach Beendigung der OPAC-Sitzung erhalten bleibt, müssen Sie sich im OPAC anmelden. Unter Kennung tragen Sie die Bibliotheksnummer auf der Campuscard ein. Ihr Passwort ist voreingestellt als vierstellige Angabe von Tag und Monat Ihres Geburtstags. Wenn Sie im OPAC angemeldet sind, speichern Sie die ausgewählten Treffer entweder in der temporären Merkliste oder Sie legen sich eine Merkliste speziell zum Thema Wasserwirtschaft an. Auch diese Merkliste bleibt Ihnen nach der Abmeldung erhalten. Klicken Sie nun unbedingt auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen. Neben dem Katalog der UBA können Sie Ihrer Merkliste auch Treffer aus den beiden anderen Datenbanken, dem Bayerischen Verbundkatalog und Aufsätze und mehr hinzufügen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, interessante Titel auch aus der Einzeltrefferanzeige heraus in Ihrer Merkliste abzuspeichern. Zugriff auf Ihre Merklisten erhalten Sie über den Reiter Merkliste. Sie haben die Wahl zwischen der Anzeige Ihrer Titel im Kurz- oder Vollformat. Daneben können Sie die Listen ausdrucken, als E-Mail versenden oder in verschiedenen Formaten exportieren. Beispielsweise in Textform oder passend für das Literaturverwaltungsprogramm EndNote. Apropos Literaturverwaltung. In der Anzeige im Vollformat können Sie den Titel anhand der ISBN über einen Picker direkt in die Software Citavi übernehmen. Wenden Sie sich gerne jederzeit an uns. Informieren Sie sich auch gerne auf unserer Website oder in einem anderen Videotutorial auf dem YouTube-Kanal der Universität Augsburg. Wir wünschen viel Erfolg bei der Recherche.